Speculations Streuselkuchen. Zutaten für 12 Stücke. 175 Gramm Gewürz Spekulatius. 4 Eier, Größe M. 250 Gramm weiche Butter/Margarine. 300 Gramm Zucker. 250 Gramm Mehl. Ein Glas, 720 Milliliter, Sauerkirschen. 35 Gramm Speisestärke. 400 Gramm Schlagsahne. 2 Päckchen Vanillenzucker. 1 TL Puderzucker. Fett für die Form, Klarsichtfolie. Zubereitung. Springform, 26 cm 0, fetten. Spekula. Tios zerbröseln. Eier trennen. Fett und 25 OG Zucker cremig schlagen. Eigelb einzeln unterrühren. Mehl zufügen und unterrühren. Eiweiß steif schlagen und portionsweise unterheben. 2. Ein Drittel der Maße in die Form streichen, mit 1/3 der Spekulatiusbrü. Sel bestreuen. Im heißen Ofen, E-Herd. 200 Grad Celsius/Umluft, 175 Grad Celsius/Gas, Stufe 3, etwa. Io-Minuten backen, aus der Springform lösen, auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Genauso 2 weitere Böden backen. Sofort aus der Form lösen. Ein Boden noch warm in 12 Tortenstücke schneiden. 3. Kirschen abtropfen lassen, Saft auffüllen, unbekanntes Zeichen gen. 5 bis 6 ml Saft, Stärke und so geht zu. Gar glatt rühren. Übrigen Kirschsaft aufkochen, angerührte Stärke unterrühren eingießen, aufkochen, unterrühren circa Minute köcheln lassen. Kirschen zufügen, 3 ml abnehmen, sofort mit Folie zugehen. Übrige Kirschen auf einen Boden streichen. Zweiten Boden darauf setzen und auskühlen lassen. 4. Sahne steif schlagen und Vanillin, Zucker dabei einrieseln lassen. Sa. Ne locker auf den zweiten Boden geben, mit den zur Seite gestellten Kirschen ihr gleichmäßigem Abstand 9 kleine Häufchen an den äußeren Rand der Sahne geben. Tortenstücke darauf setzen und die mit Puderzucker bestäuben. Restlich, 3 Stücke extra dazu reichen. Glühwein-Muffins. Zutaten für 12 Stück. 150 Gramm Macadamia-Nusskerne. 350 Gramm Mehl. 1 Päckchen Backpulver. 1 Prise Salz. 125 Gramm Zucker. Abgeriebene Schale von einer unbehandelten Orange. 2 Eier, Größe M. 250 Milliliter Buttermilch. 100 Milliliter Öl. 250 Gramm Puderzucker. 6 bis 7 ml Glühwein. Violetter Zucker zum Bestreuen. Fett und Mehl für die Form. Öl zum Bestreichen. Alufolie. Zubereitung. Macadamia-Nüsse haken, in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten. 5 OG zum Verzieren bei sei unbekanntes Zeichen Tee stellen. Mehl, Backpulver, Salz, 5 OG Zucker und Orangenschale mischen. Eier und Buttermilch verquirlen. Eiermischung und Öl zur Mehlmischung geben, mit den Schneebesen des Handrührgerätes zu einem glatten Teig verrühren. Die Nüsse untermischen. 2. Eine Muffinform, 12 Mulden, fetten und mit Mehl ausstäuben. Teig darin verteilen. Im heißen Backofen, E-Herd, 175 Grad Celsius/Umluft, 15 Grad Celsius/Gas, Stufe 2, 25 bis 35 Minuten backen. In der Form circa Iomin unbekanntes Zeichen 10 abkühlen lassen. Muffins aus der Form lösen und auf einem Kuh unbekanntes Zeichen Kengitter auskühlen lassen. 3. 75 Gramm Zucker goldgelb karamellisieren lassen. Vom Herd ziehen. Fenn, beiseite gelegte Nüsse darin wenden. Auf einem leicht mit Öl bestrichenem Stück Alufolie verteilen. Butterzucker mit Glühwein zu einem glatten,
dicken Guss verrühren und mit einem Esslöffel auf den Muffins verteilen. Sofort mit violettem Zucker bestreuen und mit Karamellnüssen verzieren. Trocknen lassen. Orangenkugeln. Zutaten für ca. 20 Stückel. 400 Gramm Marzipanrohmasse. 3 EL Orangenlikör. 175 Gramm gemahlene Mandeln ohne Haut. 2 EL Milch. 175 Gramm Puderzucker. 60 goldene Zuckerperlen. Zubereitung. Marzipan grob raspeln und mit Likör und Mandeln gut verkneten. Aus der Marzipanmasse 20 glatte Kugeln formen. Milch und Puderzucker für unbekanntes Zeichen rühren und jeweils 1 TL auf die Kugeln geben. Mit den Goldperlen verzieren. Lebkuchen. Zutaten für ca. 30 Stück. 300 Gramm klarer Honig. 150 Gramm Zucker, 100 Gramm Butter. Je 50 Gramm Orangeat und Zitronat. 2 EL Orangenmarmelade. 1 EL Kakaopulver. Ein Päckchen, 20 Gramm, Lebkuchengewürz. Ein Ei, Größe M, 600 Gramm Mehl. Ein Päckchen Backpulver. 1 Eiweiß, Größe M. 200 Gramm Zartbitter-Gouverdure. 100 Gramm Vollmilch-Gouverdure. 35 Gramm Kokosfett. Goldperlen zum Verzieren. Mehl für die Arbeitsfläche. Backpapier, Holzspieß. Einmal Spritzbeutel. Zubereitung. Honig, Zucker, Butter und Ei rühren aufkochen, bis sich der Zucker gelöst hat. Circa 3 Minuten abkühlen lassen. Für die Füllung Orangeat und Zitronat fein hacken, mit Marmelade verrühren. Kakao, Gewürz und Ei unter die Honigmasse rühren. Mehl und Backpulver mischen, Honigmasse zugeben und glatt verkneten. 2. Teig portionsweise auf BMT-Fläche ca. 3 mm dick a. Rollen. 6 O-Herzen, ca. 6 cm ausstechen. 3 O-Herzen auf Z3 mit Backpapier ausgelegte Barbleche setzen. Eiweiß Verquirlherzen auf den Backblechen mit Bestreichen. In die Mittwoch, kleinen Teelöffel Füllung Ei, übrige Herzen darauf setzen, Ränder gut andrücken. Nackeckige Klammer zueinander im vorgeheizten Backherd, 200 Grad Celsius / Umluft, 175 Gas, Stufe 3, 10 bis 12 Minuten gehen. Auskühlen lassen. 3. Couverture getrennt hacken. Zartbitter-Couverture mit Kokosfett, Vollmilch-Couvert mit EOG-Kokosfett auf 2 Men Wasserbädern Schmiel, Vollmilch-Couverture in Eispritzbeutel füllen. Herzen der Oberseite in die dunkle Vertüre tauchen, abtropfen lassen und auf Backpapier setzen. I-Mitte der Herzen eine Linie der helleren Couverture Sprit mit einem Holzspieß durchlöchern. Mit Goldperlen wird sie Euro trocknen lassen.